Die Top-Spiele für Februar schauen wir uns in diesem Video an. Alle Apps gibt es kostenlos für Android und iOS. Die Links sind wie immer unten in der Infobox. Unterstützt wird das Video von dem Spiel Bird's Isle. Bird's Isle ist ein neues Match-3-Puzzle-Spiel. Mit explosiven Kombos und Booster kannst du die Level lösen. Mit den Münzen, die du dabei verdienst, kannst du deine Vogelinsel immer weiter ausbauen. Es lassen sich neue Vögel, Pflanzen und Dekorationen freischalten, wodurch deine Vögel happy bleiben. Durch verschiedene Aufgaben, Veranstaltungen und Power-Ups bleiben die Level abwechslungsreich. Später wird es durch die begrenzte Anzahl an Zügen auch ziemlich knifflig. Das Game ist sehr schön gestaltet und es bietet ein sehr entspanntes Spielvergnügen. The Greedy Cave 2 ist ein Rollenspiel, bei dem du in einem Kerker auf spannende Abenteuer gehst. Du musst die Kerker erkunden, Equipment einsammeln und richtig einsetzen. Es lauern verschiedene Monster, gegen die du mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten bestehen musst. Du kannst dich mit anderen Spielern zusammenschließen und in Echtzeit die mysteriösen Rätsel von diesem Game lösen. Laser Overload ist ein cooles Rätselspiel. Du musst immer den Laserstrahl so ausrichten, dass Stromquelle und Batterie verbunden werden. Die Richtung und der Weg des Strahls kann durch Spiegel oder andere Objekte verändert werden. Es gibt viele Level und es ist ein sehr guter Zeitvertreib, auch unterwegs, weil es keine Internetverbindung braucht und der Akkuverbrauch gering ist. Bei dem Spiel Ares Virus ist ein Virus ausgebrochen. Überall sind Zombies und die Ressourcen werden knapp. Du musst einen Überlebenskampf führen, mit anderen Personen interagieren, auf Missionen gehen und wichtige Entscheidungen treffen. Das Game hat eine coole Grafik, es ist spannend und insgesamt sehr gut gemacht. Boost Buddies ist ein kleines, aber süchtig machendes Gelegenheitsspiel. Es kommt auf deine Reflexe und dein Geschick an, dich jedes Mal nach oben zu tippen, ohne dabei von den vielen verschiedenen Hindernissen erwischt zu werden. Das ist ganz schön herausfordernd. Cat Gunner ist ein verrücktes Shooter-Game. Mit den Katzen musst du versuchen, die Welt zu retten. Du musst Wissenschaftler befreien und die Zombies besiegen. Dabei kannst du verschiedene Waffen einsetzen. Es gibt einen Story-Modus, Missionen und Events. Es macht viel Spaß und es ist gut geeignet für zwischendurch. Bei King Crusher stellst du eine Gruppe aus Helden zusammen und musst diese strategisch klug auf dem Schlachtfeld einsetzen. Du musst die unterschiedlichen Stärken der Helden beachten und auf die Attacken der Gegner reagieren, indem du deine Figuren auf den Kacheln verschiebst. Das Game hat eine schöne Pixelgrafik und ein interessantes Spielprinzip.